So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lumberjacks Dynasty. Wir haben hier einen Deal mit unserem Onkel gemacht, dass uns der Hof und das Sägewerk gehört. Und bis wir es komplett bezahlt haben oder abbezahlt haben, wird der Gewinn 50-50 geteilt. Also das heißt, wir wissen jetzt, für was wir arbeiten, wir bleiben hier, wir bauen uns alles um und legen richtig los. Dann würde ich jetzt sagen, schauen wir jetzt aber erstmal auf die Karte, weil wir sollten ja hier zur Lilly hoch, mit ihr sprechen wegen Geschäftsgeheimnissen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich, schnappen uns das Fahrzeug und fahren da gleich mal hin. Geldmäßig schaut es immer noch ganz normal aus. Das ist gut. 3,5. Wir können dann eigentlich auch gleich hier rumfahren, wo uns der Zahn fährt. Weil wir müssen da ja am... Hey, Kollege. Am Baumarkt oben vorbei, weil da drüben die Brücke nicht gebaut ist. Es sind mehr so Sachen, die hier im Ort nicht fertiggestellt werden. Durch Gründe, die mit unserem Bürgermeister hier zu tun haben. Vielleicht erfahren wir das ja auch noch im Laufe der Zeit, um was es hier eigentlich wirklich geht. Ich glaube, wir mussten da eh geradeaus weiter. Genau, hier ist der Baumarkt. Und gleich dahinter geht die Straße runter. Müsste die hier sein, oder? Wo ist sie denn? Ach, da kommt sie erst. Dann schauen wir mal, was wir dieses Mal für sie tun sollen. Ob wir wieder Kräuter, Pilze oder irgendwas sammeln. Lassen wir uns mal überraschen. Oder ob wir doch das Haus reparieren. So, da sind wir schon. Die Lilly ist da. Wo ist er denn? Ich habe gehört, du bist bekannt für erfrischende Kräutertränke. Tja, ich habe früher viele verkauft, aber die Fahrerei von Geschäft zu Geschäft war mir zu mühsam. Deshalb versuche ich jetzt, sie online zu verkaufen. Wäre es zu viel verlangt, wenn du mir beibringen würdest, wie man diese Tränke herstellt? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn du versprichst, sie nicht online zu verkaufen. Versprochen. Vielleicht verkaufe ich sie, aber ich werde mich nicht in dein Geschäft einmischen. Darauf hast du mein Ehrenwort. Schon gut, schon gut. Aber es gibt etwas, das du für mich erledigen müsstest. Und was ist das? Also, vor einem Jahr habe ich einige Materialien gekauft, damit mein Vater das Haus wieder aufbauen kann. Das war mit Zahlungsziel. Die Zahlung ist schon überfällig. Nicht, dass ich jetzt wirklich in Schwierigkeiten wäre, aber ich würde diese Schulden gerne loswerden. Ich weiß nicht, ob ich dabei helfen kann, aber ich kann es versuchen. Mit wem muss ich reden? Oh. Das würdest du tun? Sprich mit James. Ich hoffe, er kann die Zahlung zumindest noch ein wenig hinauszögern. James, war James nicht der Kollege hier? Ich dachte, das war der Investor eventuell. Aber dass der hier unten ist... Und wahrscheinlich, so wie es ausschaut, gibt es da unten auch keine Bushaltestelle, die eingezeichnet ist. Es wird gerade überhaupt keine eingezeichnet. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, fahre ich da mit dem Bus rüber. Und dann komm, wir fahren jetzt einfach hier rum. Dann müssen wir jetzt hier hoch zum Baumarkt und dann schauen wir, ob da ein Bus fährt.
Aber James sagt mir irgendwas. Waren wir nicht schon mal bei einem James? Lassen wir uns mal überraschen. Oder ist James der Bürgermeister? War das der Bürgermeister? So, dann bleiben wir mal hier stehen. Und schauen, ob wir da mit dem Bus hinkommen. Und das war, wenn ich mich... Bin ich jetzt hingefahren? Auf jeden Fall nicht dahin, wo ich hin wollte, weil ich wollte ja eigentlich hierhin, glaube ich. Da gibt es auch einen Sprinter. Können wir gleich mal gucken. Den kann man kaufen für 12.000 24 Sozialpunkte. Das wäre schon mal ein schöner Deal. Aber James war hier. Dann laufen wir doch mal schnell darüber. Ach, das ist doch der. Habe ich doch gewusst, das war der Investor. Ich muss mit dir über Lilly reden. Ich habe gehört, sie schuldet dir noch Geld. Das stimmt. Warum? Ich frage mich, ob ich ihr helfen kann. Nun, ich kann es mir nicht leisten, ihre Schulden direkt zu bezahlen. Aber vielleicht gibt es einen Weg, das Darlehen zu verlängern? Ich weiß nicht. Ich warte schon seit einem Jahr auf mein Geld. Außerdem muss ich mich um meine eigenen Probleme kümmern. Ich kann mir Wohltätigkeiten einfach nicht leisten. Aber warum arbeitest du nicht für mich? Wenn du mir hilfst, könnte ich im Gegenzug Lillys Schulden reduzieren. Du könntest sogar etwas Geld für dich selbst verdienen. Was meinst du? Was genau hätte ich zu tun? Ich bin im Tourismusgeschäft tätig und biete Ferienhütten an. Ich habe viele Jobs anzubieten, aber nicht genug Arbeitskräfte. Ich könnte deine Hilfe bei diesen Hütten gebrauchen. Ich bin interessiert. Wo ist der Haken? Leider habe ich mehr Kunden mit Zahlungsverzögerungen wie Lilly. Ich kann es mir also nicht wirklich leisten, Baumaterialien zu kaufen. Aber wenn du das alte Sägewerk betreibst, kannst du doch eigene produzieren, oder? Okay, ich hab's verstanden. Du lässt mich die Hütten mit meinen eigenen Baumaterialien reparieren und im Gegenzug werden Lillys Schulden geregelt, richtig? Aber was ist für mich drin? Ich biete eine nachhaltige Geschäftsmöglichkeit. Erledige den ersten Auftrag und Lillys Schulden sind Geschichte. Dann sind wir Partner und ich werde dich bei jedem Auftrag für deine Hilfe und Materialien bezahlen. Abgemacht? Klingt eigentlich ganz fair, muss ich sagen. Abgemacht. So, das heißt, wir haben aktuell keine Bretter. Aber wir werden jetzt den hier schnappen. Kaufst du garantiert nicht. Ich werde jetzt mit dem ganzen Zeug hier zurückfahren. Und in welche Richtung müssen wir denn eigentlich? Okay, wir müssen hier runter und dann unten rüber. Dann werden wir uns den Wald kaufen, der in der Nähe von uns ist. Den abholzen. Daraus die Bretter produzieren. Die hier hochkutschieren und die Hütten fertig bauen. Und dabei ein bisschen Geld verdienen. Weil wir kriegen für jede verkaufte Palette 450. Zwei brauchen wir fürs Ding. Ja, ich glaube, das kommt plus minus aufs Gleiche eigentlich raus. Aber wir könnten in Zukunft bei jedem Bau, wie er gesagt hat, mitverdienen. Und das wäre eigentlich schon mal ein gutes Geschäft. Und wenn wir dann im Gegenzug jedes Mal hier diesen Transporter nehmen können, müssen wir uns einen eigenen am Anfang noch nicht leisten. Ich
denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt müssen wir erstmal den Wald kaufen. Und dann die Bäume fällen. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier runter. Ja. Und dann bin ich ja gespannt, ob das Geld, was wir da kriegen, ich glaube ja 5000 waren das, ob wir die dann noch mit unserem Onkel teilen oder ob das dann unser Fixgeld ist. Den können wir hier gleich abstellen. Warte mal, das blöde Schild hier, das können wir eigentlich auch wegmachen mittlerweile, oder? So, dieses Waldstück hier müssen wir jetzt Sozialpunkte einsetzen, weil sonst können wir es uns nicht leisten. Und dann bin ich mal dafür, dass wir uns hier die Kettensäge schnappen und loslegen. Wir haben hier bestimmt auf unserem Grundstück auch noch ein paar Bäume, wo wir weg können. Ich bin ja mal gespannt, ob die Bäume hier eigentlich nachwachsen. Deswegen lasse ich die Büsche mal stehen. Oder ob man hier wieder aufforschen kann, je nachdem. Hey, wo willst du hinfallen? So, dann ist das hier noch einer. Bin ich ja mal gespannt, wie viele Bretter wir da insgesamt rauskriegen aus dem Wald. Geht das Waldstück noch bis hier vor? Ich hab dann gehört, der hier auch noch zu uns. Haben wir doch mal schnell die Straße blockiert. Wir sollten erstmal warten, bis ein Baum gefallen ist, bevor wir hier den nächsten schneiden. Weil da ruckelt es nämlich gerade ein bisschen. Jetzt leider ein bisschen warten.
So, wo ist jetzt meine Kettensäge eigentlich? Aber dann entasten wir den lieber gleich. Und vielleicht hört das Gezuckel dann auf. Wir werden wahrscheinlich aktuell zu viel auf einmal umgeschnitten haben hier. Ah, da sehen wir auf. Wir haben 5 Kiefern, 6 Fichten und 8 rote Stämme. Aber ich glaube, die Holzsorten sind aktuell noch ohne Bedeutung, schätze ich. Oder ist das hier hinten gerade das Problem? Das kann natürlich auch sein. Ja, hier läuft es auf jeden Fall schon mal flüssiger jetzt. Dann machen wir die Straße mal wieder frei. Dass die Herren hier wieder fahren können. Ja, sieht gut aus. Naja, das liegt schon eher hier an den Bäumen. Es liegt, glaube ich, dran, wenn die Bäume hier so rumzuckeln, wenn man die im Ganzen fällt, dann sind die immer so nervös. Und deswegen sind die, glaube ich, das hier auch gerade ebenso gehackt. Dann schmeißen wir die immer gleich mal ein bisschen in die Nähe. Dann müssen wir nicht überall extra hinfahren.
So, dann werden wir uns um den hier gleich noch kümmern. Nämlich auch wieder so ein Zuckelbuckel. Aber es sind auf jeden Fall große Bäume. Ich glaube, da kommt mehr raus als bei dem, was wir sonst so gefällt haben. Gibt es auch noch schöne Pilze. Die werden wir natürlich dann auch noch sammeln. Aber erstmal müssen wir jetzt die Bretterproduktion hier im Gang haben, bevor wir irgendwas anders machen. So, habe ich noch irgendwo einen umgeschmissen, den ich schneiden muss? Ja, hier. Okay, der schaut gut aus. Okay, dann schauen wir mal, liegt noch irgendwo einer oder habe ich die alle geschnitten jetzt? Ich glaube, die habe ich alle geschnitten. Dann können wir die Kettensäge mal wegpacken. Und brauchen unseren Traktor. Wo ist denn der? Da steht er. Und dann wird hier gleich mal die ersten Stämme verladen. Manchmal habe ich das Gefühl, der will keine Kurve machen. So. So, dann haben wir schon mal einen verladen von dem. Schauen wir mal, ob wir den hier auch gleich noch mitkriegen. So, dann die zwei noch und dann fahren wir das Zeug weg.
War klar. Kann ich den eigentlich jetzt nicht noch weiter einziehen? Doch, aber ich müsste doch den irgendwie noch einklappen können, oder? Anscheinend nicht, okay. Ist ja jetzt auch egal. Dann fahren wir mit der Ladung gleich zum Sägewerk. Und dann stellen wir natürlich auch gleich noch auf die Bretterproduktion um. Dazu muss ich jetzt wieder zur Rampe fahren, das alles ins Wasser werfen. So, dann alles hier ins Wasser. So, und jetzt den letzten noch. Und dann drehen wir hier gleich um und schauen noch, dass vorne die Produktion auch auf Bretterproduktion steht. Die kannte Mager wohl nicht. So, sind die Bretter? Das war ja klar. Wir brauchen auf jeden Fall nur Bretter. Baumstämme sind schon am Weg. Und wir fahren gleich wieder zum Wald und holen die nächste Fuhre. Ich hoffe, die Einstellung bleibt dann auch für die Bretter. Dann lade ich jetzt aber als erstes den einzelnen Stamm da hinten auf. Nicht, dass ich den dann noch vergesse. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich werde bis dahin auf jeden Fall hier schon mal die Bäume alle in unser Sägewerk transportieren. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Ansonsten gerne über jeden Kommentar von euch. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.